Moin mal Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Specs und ich heiße euch herzlich willkommen zu diesem Heroes of Warland Gameplay Nummer 1 auf meinem Kanal. Ich habe dieses Spiel noch nie vorgestellt und spiele es auch noch gar nicht wirklich lang. Ich finde dieses Spiel aber ziemlich geil. Das wurde mir durch einen Zuschauer auf YouTube in den Kommentaren empfohlen. Und ich muss auch sagen, die meisten Empfehlungen, die ich bekomme, sind nett gemeint, aber nicht mein Fall von den Spielen her. Aber das Spiel hat mir wirklich gut gefallen und es ist angelehnt an Overwatch, würde ich mal sagen. Das heißt, es ist jetzt nicht 1:1 kopiert, aber es ist einfach von der gesamten Machart des Spiels doch sehr angelehnt an Overwatch, finde ich. Zumindest hat es mich stark daran erinnert. Es gibt dann hier verschiedene Helden, die man auch irgendwie freischalten kann, glaube ich. Ich weiß nicht genau, ob es da noch mehr gibt, aber ich gehe mal davon aus. 4 ist da ein bisschen wenig. Und die erinnern mich auch relativ stark teilweise an Overwatch, wie gesagt. Ich habe das nicht so krass viel gespielt, Overwatch, aber schon mehrere Wochen, Monate lang damals, mehr oder weniger regelmäßig. Und zum Beispiel jetzt hier dieser Ironsides, der hat mich sehr stark erinnert an, also dieser Soldat hier, der zweite von links, hat mich sehr stark an den Soldier 76 erinnert, zum Beispiel von Overwatch. Oder der Typ ganz links ist dann wie dieser, ich weiß gar nicht, wie der heißt, dieser Kerl, der zwei Revolver hat in Overwatch. Auf jeden Fall hat mich da einiges daran erinnert. Und ja, hier gibt es dann noch so die üblichen Sachen, die man so kennt. Man hat tägliche Aufgaben, generelle Aufgaben. Hier habe ich noch eine, die ich nicht eingelöst habe. 15 Mal in einen Match spawnen. Und ja, ich kann euch gar nicht so krass viel zu diesem Spiel erzählen, weil ich das eben noch nicht so extrem viel gespielt habe. Vielleicht 10 Runden oder so. Und ich würde sagen, ich schmeiß mich einfach mal direkt in eine Runde und zeige euch das gute Stück mal. Okay, dann sind wir jetzt hier auch schon in der ersten Runde. Hier kann man jetzt sehen, ich kann mir so einen Helden aussuchen, einen von denen, die ich gerne haben möchte von meinen. Ich nehme jetzt mal diesen Soldaten, diesen Standardsoldaten und lege hier direkt mal los. Ich spiele jetzt hier auf höchster Grafikeinstellung, aber dass es ruckelt immer wieder zwischendurch, hat nichts damit zu tun. Ich habe das schon getestet, auch wenn ich es auf niedrigste Grafikeinstellung stelle, ist es so, dass es ziemlich ruckelt, das Spiel. Ich weiß nicht genau, seit wann es das gibt, ob das irgendwie noch in Entwicklung ist oder so. Aber leider ruckelt das halt, wie gesagt, öfters zwischendurch mal. Und, komm. Oh, da wurde mir der Kill geklaut. Hier gibt es auch keinen Aim Assist, so wie man das jetzt aus Guns of Boom oder anderen Shootern eben kennt. Komm, das ist jetzt meiner. Yes, geht doch. Oh, direkt runtergefallen. Ja, und ich kann leider auch das Hub, also die Knöpfe hier, in Anführungszeichen die Knöpfe, die Symbole, die ich antippe, hier auf dem Bildschirm leider nicht frei verschieben. Was es für mein Tablet zumindest ziemlich eklig macht, wenn ich zum Beispiel anvisieren möchte. So wie jetzt hier. Da ist der Knopf leider sehr weit weg und das ist sehr nervig. Aber ich sollte mal ein bisschen mehr in die Action reingehen. Ich werde jetzt auch nicht so oft anvisieren, weil der Knopf eben, wie gesagt, so bescheuert positioniert ist. Leider. Was ist er hier? Was macht er denn da oben? Oh, komm her. Yes! Haben wir den auch noch mitgenommen. Ja, das Spiel ist relativ langsam zu spielen, also von der Bewegung her. Und man hat eine ultimative Fähigkeit. Wie ihr sehen könnt, meine ist jetzt gerade bereit. Die zünde ich jetzt aber nicht, weil ich sie jetzt eben erstmal kurz weghole. Schön wie einen knackigen Hintern geschossen. Und zwar so eine Art, ja, so eine Art Aimbot. Er trifft irgendwie gefühlt alles, wenn man diese Fähigkeit aktiviert. Aber es dauert auch einen kurzen Moment, bis man sie aktiviert hat, so wie jetzt. So. Und dann kann ich sie hoffentlich alle holen. Ah, shit. Da war jetzt noch eine. Ach, mit der Shotgun. Ja, die ist ziemlich heftig im Nahkampf, die mit der Shotgun, diese Heldin. Und man hat auch noch irgendwelche anderen, so ein anderes Ding, also das ganz rechts, das blau-lilane, das ist ja meine ultimative Fähigkeit. Und ein bisschen weiter darunter seht ihr noch so ein Teil, das ist dann jeweils eine Fähigkeit, die ich habe, die ich jetzt gerade mal aktiviert habe. Indem ich nämlich schneller laufe und mich heilen kann, aber das hat leider nur für eine mit der Shotgun gereicht. Ich glaube, die spiele ich auch gleich mal in der zweiten Runde für euch, Leute. Dann könnt ihr die auch nochmal sehen, weil die finde ich eigentlich auch ganz cool. Die hat ganz coole Fähigkeiten, die Shotgun ist heftig im Nahkampf, aber auf Entfernung eben nicht so. Und ich muss mich aufs Aimen konzentrieren. Ah, ja, es ist halt kein Aim Assist hier, ne? Und die Steuerung, die finde ich, ist echt okay, aber ist nicht so geil wie ein Guns of Boom oder anderen Shootern. Also es ist auf jeden Fall ein nettes Spiel für zwischendurch. Und wenn ihr das irgendwie noch hinbekommt, dass es nicht so ruckelt, flüssiger läuft und ein bisschen das Ganze updaten und mehr fertigstellen, dann könnte das ein richtig geiles Spiel sein. Also mir gefällt das insgesamt schon ziemlich gut. Wie das jetzt auf Dauer ist, wie viel Langzeitmotivation mir das bietet, wird man sehen. Aber es macht mir auf jeden Fall schon Spaß, das zu zocken immer wieder zwischendurch. Nur es muss halt eine bessere Steuerung haben, einen Hub, den ich vernünftig einstellen kann, nicht mehr so ruckeln, wie es jetzt eben gerade schon wieder getan hat. Ich lege mir jetzt hier wieder so ein Heilungsfeld hin, damit ich hier ein bisschen Heilung habe. Ah, der war nicht, das war nicht so gut geaimt, aber ich habe meine ultimative Fähigkeit schon wieder. Das mache ich jetzt mal schnell. So, komm her. Da ist er doch. Da. Warum? Hä? Ach, das ist ein Kollege von mir. Nein, ich bin so ein Noob in diesem Spiel noch. Aber einen habe ich eben gerade weggeholt.
Ja, das war jetzt nicht so ideal genutzt, wieder meine Fähigkeit. Da kommt auch einer. Komm. Sehr gut. Jo. Komm her. Na, das war nix. Jetzt aber, komm. Yes, die haben wir auch noch. Und hier liegen, glaube ich, ich weiß gar nicht, lagen hier, ich glaube, hier lagen irgendwo Heilungspakete rum. Ich bin mir nicht ganz sicher in diesem Spiel. Ich spiele im Moment so viele verschiedene Spiele zwischendurch. Also durcheinander. Ich bin im Moment ein bisschen am Rumprobieren. Ich spiele weiter auch ganz auf Boom regelmäßig, aber da mich das Spiel dann teilweise ziemlich abnervt, spiele ich nicht nur noch das, sondern halt auch immer, oh, andere zwischendurch. Den hätte ich fast noch bekommen. Aber schönes Ding, erste Runde, wir haben gewonnen. Ich habe 10 zu 4 gespielt und bin MVP geworden, obwohl ich mich jetzt nicht so krass 100% konzentriert habe, weil ich euch das ja ein wenig zeigen wollte. Auf jeden Fall schönes Ding für den Anfang. Und dann würde ich sagen, schmeißen wir uns gleich nochmal in eine nächste Runde rein, weil dann spiele ich nochmal diese eine Heldin, die ihre Shotgun hat. Die finde ich eigentlich auch ganz cool. Gut, dann sind wir hier in der zweiten Runde. Jetzt nehme ich einmal die Heldin mit der Shotgun. Und was ich ganz am Anfang vergessen habe zu erwähnen von diesem Video, ich verlinke euch, wenn ich es nicht vergessen sollte, einmal den direkten Download dieses Spiels in der Videobeschreibung. Ich weiß auch gar nicht, ob es das auch für iOS gibt, also für Apple-Geräte. Ups. Aber ich schaue mal nach und ich verlinke euch auf jeden Fall alles, was ich finden kann. So, das ist eine coole Fähigkeit hier, die ich habe. Ich habe Rauch gemacht und mache mich unsichtbar. Das ist auf jeden Fall ganz praktisch, wenn ich mich so hinten ranschleichen will an ihn. Und dann haben wir ihn. Aber ich bin fast tot. Das ist überhaupt nicht gut, deswegen bin ich mal schnell hier hochgelaufen. Da ist nämlich noch einer. Na, kommst du wohl her? Yes, den haben wir auch noch. Okay. Aber es lief wieder ein bisschen ruckelig, ne? Das Spiel läuft halt leider nicht so ganz flüssig. Das muss man sagen. Keine Ahnung, er war irgendwie komplett AFK. Er war einfach mal gar nicht mehr am Start. Yo. Weggeblazed. Nein, schade, schade, schade. Ich habe doch kurz überlegt, ob ich mich nochmal unsichtbar mache. Ich weiß auch gar nicht genau, wie das ist, ehrlich gesagt. Jetzt habe ich hier nämlich nur noch 4-mal dieses Teil. Ich weiß nicht, ob man das kaufen muss gegen Ingame-Währung, sich freispielt oder wie das hier genau läuft. Jetzt habe ich hier meine ultimative Fähigkeit, die ich aber noch nicht so richtig gezielt einsetzen kann. Das ist irgendwie so ein Boomerang, der irgendwie alle Gegner weghaut. Ich verstehe das auch noch nicht so ganz. Jetzt habe ich mich mal wieder unsichtbar gemacht. Okay, war jetzt nicht so schlau, weil hier gerade keiner mehr ist. Aber sie kommen bestimmt gleich wieder von hier irgendwo. Und dann werfe ich mal meinen Boomerang. Ich versuche das jetzt mal schnell. So. Irgendwie hat das gar nichts gebracht. Hä? Normalerweise fliegt er durch die Gegend und haut sie alle weg. Merkwürdig. Sag mal, jetzt stirb doch mal. Komm. Geht doch. Meine Fresse. War da noch ein Shotgun hinter mir? Nee. Ich dachte schon. Ah ja, hier gibt es übrigens zwei Spielmodi. Einmal einfach nur Team Deathmatch und einmal das, also das, was wir zuerst hatten, und einmal den Modus hier. Jetzt haben wir hier diese Zone, in der ich die ganze Zeit zwischendurch rumlaufe. Weil die muss man einfach einnehmen, halten, verteidigen und Punkte sammeln. Aber bis jetzt steht es zu 0 für uns und wir haben schon gewonnen. Alter, was für eine kurze Runde. Krasse Scheiße. 7 zu 1. Ich bin mal wieder MVP. Das läuft auf jeden Fall wie am Schnürchen hier. Jetzt gucken wir noch mal, ob ich hier wieder irgendwas bekomme. Rank up. Oh, jetzt bin ich einen Rang aufgestiegen. Jetzt bin ich irgendwie von Silber auf Gold. Wie gesagt, ich kenne mich noch nicht ganz so gut aus in diesem Spiel hier. Okay, gut. Dann würde ich sagen, schmeißen wir uns nochmal eine dritte Runde. Die zweite war relativ kurz und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, wir haben die gleiche Map wie eben gerade. Aber ich spiele jetzt einfach mal diesen Typen mit dem Revolver. Warum auch nicht? Mit dem kann ich nicht wirklich gut umgehen. Habe ich kaum gespielt bisher, aber ich glaube, der ist eigentlich, also der war eigentlich ganz cool, aber irgendwie habe ich dann, bin ich besser klargekommen mit diesem Soldaten, mit der Heldin, mit der Shotgun. Oh, das wollte ich gar nicht. Upsala. Egal. Yeah. Ups. Ist zu früh nachgeladen mal wieder. Aber sehr schön. Zu zweit haben wir den nächsten auch noch bekommen. Sie merkt einfach mal gar nichts. Boah, ich bin fast tot. Das war jetzt ganz knapp. Wow, keine Ahnung, wer da was hier kommt. Also von wo. Ich guck mal, wo sind die? Ah, da hinten ist einer. Oder eine. Komm. Ah, ich laufe hinterher. Ich hätte früher runterspringen müssen. Komm, das ist meine. Kommst du woher? Wow.
Sag mal, schieß doch mal! Ah, das ist das, wenn man keinen Aim Assist hat und nicht daran gewöhnt ist. Oh, Alter, geil. Er rennt direkt hier in unseren Spawn. Er ist einfach mal völlig wahnsinnig. Na bitte. Habe ich nur assistiert, aber er ist weg. Und die ultimative Fähigkeit hiervon kenne ich fast gar nicht. Die habe ich jetzt gerade aufgeladen. Ich glaube, der ballert einfach wild um sich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Muss mal gucken, wo jetzt hier die Gegner kommen. Da kommen sie. Oh, ich bin fast tot. Na, nicht ganz. Blödsinn. Halb tot. Yo, von wo? Da hinten. Ah, der Soldat. Nein. Oh, ich habe ihn noch bekommen. Schönes Ding, okay. Probieren wir es gleich nochmal. Ich muss dann gucken, dass ich versuche, irgendwie einigermaßen schlau meine ultimative Fähigkeit einzusetzen. Dazu muss ich am besten mehrere Gegner vor mir haben, die mich noch nicht halbtot geschossen haben. So, ich mache jetzt einfach mal ein, ist mir jetzt egal. Oh ja, genau, komm, baller mich weg. Er hat mich schon fast bekommen. Aha, okay. Gut, also die ultimative Fähigkeit von einem Revolverhelden aus Overwatch finde ich dann deutlich geiler. Der visiert die Leute so an, wie so ein Aimbot und ballert denen dann in den Kopf. Er schießt jetzt einfach nur wie wild geradeaus und ich konnte ihn nicht steuern und habe irgendwie so diese Third-Person-Perspektive gehabt. Hätte ich mir ein bisschen geiler vorgestellt, aber vielleicht kann man das ja irgendwie upgraden oder irgendwas, dass das dann noch cooler wird. Das weiß ich nicht genau. Ach, da hat sie mich runtergesnipert, okay, von da oben. Na, dann wollen wir... Ich laufe mal meinem Kollegen hier hinterher. Kommen wir mal von der Seite. Aber nicht, dass hier... Ah ja, da ist schon wieder die Sniper-Tusse. Das ist uncool. Das ist sehr uncool. Deswegen versuche ich da jetzt irgendwie hoch zu springen, nachdem ich ihn runtergeholt habe. Okay, er ist tot. So, wo bist du, Sniper-Tusse? Tot? Schade. Ich wollte sie jetzt eigentlich hier wegholen. Ah, da unten. Da! Yeah! Von oben mit dem Revolver. Yo, da ist was. Shit, 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 shit. Sehr gut, die habe ich auch noch. Jetzt mal schauen, hier müssen jetzt noch mehrere kommen. Ja. Ah nein! Scheiße. Oh, das war jetzt richtig dumm. Ich kann ja nicht zielen währenddessen nach oben oder unten. Ich kann nur links oder rechts machen, was ziemlich dämlich ist. Also, wie gesagt, die ultimative Fähigkeit finde ich nicht so wirklich geil hier. Von ihm. So, ah, sie ist runtergesprungen. Na, nachladen. Yep, die haben wir auch noch bekommen. Schönes Ding. Wieder gewonnen. Bin ich wieder MVP? Oh, wir sind dreimal mit dem Revolver unterwegs. Ah, die Runde ist doch ganz gut geworden hier am Ende. 11-3. Dreimal MVP geworden. Schönes Ding. Gucken wir jetzt nochmal hier. Was habe ich hier bekommen? Irgendwie was Besonderes oder irgendwas? Na? Okay. Ah ja, hier. You gained the player level. You gained the following items as a reward. Gladiator Quest. Chest, nicht Quest. Dann gucken wir nochmal hier. Ach nee, ah ja. Verwirrtheit ist da. So, dann haben wir einmal das, einmal eine Quest und dann haben wir den Chest. Machen wir das einfach mal auf, was wir hier Schönes haben. Ah ja, hier bekomme ich so Karten, die kann ich dann meinen Helden zuweisen, um dann besondere Fähigkeiten zu haben, wie ein Visier oder mehr Schaden, mehr Rüstung oder irgendwie solche Sachen. Die bekomme ich hier aus diesen Kisten scheinbar. Okay. Ich habe sogar einige, wie ihr sehen könnt. Ich mache die einfach mal alle auf, weil ich bin noch nicht so wirklich am Start hier in diesem Spiel. Noch nicht wirklich drin. Ihr wisst, was ich meine. So, jetzt machen wir nochmal das letzte auf und gucken, was es hier so Schönes gibt. Okay. Ich kann damit noch nicht so viel anfangen. Ich habe das Spiel eben noch nicht so viel gespielt, wie gesagt, bisher. Aber ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Ich verlinke das Ganze unten einmal für euch, wenn ihr Bock habt, darauf zu spielen. Und wenn ihr Bock habt, weitere Gameplays davon zu sehen von mir, dann schreibt mir das ebenfalls gerne in die Kommentare. Ich sage vielen Dank an alle, die bis hierhin zugeschaut haben und sage hoffentlich bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.